Ja, heute wird es heiß bei uns. Wir grillen bei Spezial die Ernährungstrends und zwar meisterlich. Deshalb habe ich auch den Pokal hier in der Hand. Er gehört Heiko und Christian. Sie sind nämlich die amtierenden Titelverteidiger im deutschen veganen Grillen. Und Jungs, ich bin total gespannt, was ihr uns heute hier bietet, weil ihr habt ja gesagt, kein Fleischesser wird etwas vermissen heute, oder? Genau. Das ist unser Motto, unsere Philosophie. Vegan ist lecker. Also ich als Metzger muss sagen, ich vermisse nichts dabei. Christian als Koch? Als Koch sowieso nicht, weil das eigentlich ein ausgewogenes Gericht ist. Wir haben Gemüse dabei, wir haben Obst dabei. Also es sind alle Breiten an Vitamine, Spurenelemente, Mineralien abgedeckt, aber auch durch Bohnen haben wir Proteine mit dabei. Was gibt es denn genau? Ihr macht ja auch das, womit ihr den deutschen Titel gewonnen habt. Genau, wir machen die Vorspeise, in der wir letztendlich auch diesen Gang gewonnen haben, mit 10 Punkten Abstand. Wir machen asiatische Bohnenbällchen aus Kidneybohnen mit einem Avocadosalat in der Frühlingsrolle Cannelloni. Und dazu gibt es einen Spargelsalat mit einem veganen Schmanddressing und ein bisschen Erdbeeren, ein bisschen Deko dazu. Ja, so das war eigentlich das. Das ist alles vom Grill. Also da bin ich gespannt. Es liegt schon einiges drauf. Ja, wir haben schon einmal die Avocado schon angrillen, dass die einfach das Aroma verstärkt wird. Es wird dann nussiger. Aber man sieht auch, Avocado hat auch sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Wir haben ein Chili drauf, weil es einfach von der Röstaromen her besser wird. Eine Paprika, die durch das Grillen intensiver vom Geschmack her wird. Da kommt die natürliche Süße kommt dann mehr raus und auch das Aroma von Paprika. Wenn man eine Limette grillt, da karamellisiert letztendlich das bisschen Zucker, was die Limette drin hat. Das gibt dann schöne Karamell-Röstaromen dazu, ist ein ganz besonderes Aroma. Und dann so eine klassische rote Zwiebel, auch die wird einfach weich, die machen wir einmal mit als Deko und die wird dann aber auch intensiver vom Geschmack her. Dann legen wir los. Genau. Du darfst dann hier die Handschuhe anziehen, du darfst heute die Bohnenbällchen für uns machen. Darf auch mitmachen, gut. Genau. Ja. Wir schneiden jetzt dir die Zutaten für die Bohnenbällchen damit dazu rein. Das ist einmal der Ingwer, oder? Ja, da kommt ein bisschen Ingwer rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Sojasprossen, ein bisschen Frühlingszwiebeln. Heiko macht die Paprika. Ich tue die Paprika jetzt gleich von der Feuerplatte runter, tue das Kerngehäuse entfernen. Die Paprika ist jetzt schön weich. Hier das Angeröstete, die Haut, die ist dann ein Störfaktor für die Juroren. Das ist dann unangenehm im Mundgefühl. Die wird runtergekratzt. Wie blanchieren von der Tomate im Prinzip. So machen wir das jetzt auf der Feuerplatte, auf dem Grill. Und ich knete hier einfach die schön Bohnen. Genau, die Bohnen kriegen dadurch eine Bindung. Die braucht man, dass letztendlich das zusammenhält, weil wir hergehen, keine andere Bindemittel drin haben wir Ei. Also es geht auch völlig komplett ohne Ei, nur rein vegan. Noch ein bisschen gehackter Knoblauch dazu rein. Oh, das ist ganz schön viel, okay. Ja, das darf dann kriegt es Geschmack. Beim Grillen darf das ruhig alles etwas kräftiger sein. Mhm. Und ihr habt ja einen ganz speziellen Grill, das ist jetzt kein normaler, das ist hier so eine Platte. Genau, das ist eine Feuerplatte. Mhm. Die hat 8 mm Stärke und wird nur mit Holz betrieben. Die ist jetzt sogar noch spezieller, weil die auf einem Holzfass steht, was eigentlich nicht normal ist. Ja. Aber mittlerweile haben die Feuerplatten eine sehr große Beliebtheit in der Grillszene, weil sie sehr vielfältig sind. Heiko, wir können aber auch alle Sachen, die wir jetzt hier bereiten, auch auf einem normalen Grill machen. Ja, natürlich. Genau, zu Hause du, ist einfach. Du kannst das ganz normal auf dem Holzkohlekugelgrill, wie jeder daheim hat. Da gibt es auch kleine Feuerplatten, wo man drauf grillen kann. Auf dem Gasgrill kann man, da gibt es so kleine Planchas, kann man das alles zubereiten, was wir hier machen. Also du brauchst jetzt nicht unbedingt die Feuerplatte. Die Feuerplatte ist aber in der Gemeinschaft ganz toll, gerade mit vielen Leuten, wenn man dran ist zu grillen. Hat jeder Platz drumherum. Man sieht das im Prinzip als große Pfanne, nur Holz gefeuert. So, wir haben jetzt hier noch Haferflocken. Machen wir hier ein paar Haferflocken rein. Dass die Haferflocken, die haben halt die Eigenschaft, dass sie eine schöne Bindung gibt und das Ganze nochmal zusammenhält. Dann gehen wir her und tun wir ein paar Sonnenblumenkerne anrösten. Also man sieht schon, da ist sehr viel
Proteine mit drin auch. Ja, weil wir ja auch das Fleisch ersetzen wollen. Ja, genau. Ich meine, wenn man sowas macht, darf man das auch ruhig bewusster machen. Das ist das Schöne an dem ganzen Veganer oder vegetarisch Grillen, dass man sehr viel bewusst sich Gedanken machen kann, was kann ich wirklich machen. Was ist das jetzt noch? Das ist eine Sojasauce. Mhm. Wir wollen jetzt letztendlich auch nicht nur mit Salz das machen. Machen wir noch ein bisschen, da wir in der asiatischen Richtung unterwegs sind. Genau, währenddessen ihr die Bällchen vorbereitet, bin ich jetzt an einem Avocadosalat von der Feuerplatte schon gleich mit dran. Die Avocados haben wir auf dem Grill gehabt, die Paprika waren auch auf dem Grill, die Chili, die haben wir, alles ist jetzt weich geworden. Das wird jetzt dann klein geschnitten in mundgerechte Stücke. Dann kommt Ahornsirup dazu, ein bisschen Teriyaki-Soße, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, tun wir abschmecken. Und dann müsste der Salat ein bisschen Olivenöl und dann ist der Avocado-Salat natürlich schon fertig. Okay, so, der Salat ist fertig, du hast alles reingemischt? Ja, genau, ich habe alles drin. Die gegrillte Paprika, die gegrillte Chili ist drin, die Avocados, wo angegrillt sind, ein bisschen Ahornsirup, ein bisschen Teriyaki-Soße. Da spricht man jetzt von einem Umami, salzig, süß, scharf, bisschen Säure drin. Durch die gegrillten Limetten, wo wir gehabt haben, die haben ein bisschen an Säure verloren, ein bisschen Süße bekommen, aber es ist immer noch hinten raus ein leichter säuriger Geschmack. Und der ist jetzt dann fertig und der Christian ist mit dir jetzt schon dran an den Cannelloni. Genau, so Frühlingsroller Cannelloni, den kann man im Asia-Geschäft, gibt es als Tiefkühlware. So der klassische Frühlingsrollerteig. Da muss man einfach nur ein bisschen Öl einpinseln. Auf so ein Stahlrohr oder man kann auch einen Dessertring machen. Also da gibt es in der Fantasie keine Grenze gesetzt. Was kommt dann später in die Cannelloni rein? Da gehen wir her, dann tun wir dann noch, damit wir ein bisschen pfiffiger haben, tun wir den Avocadosalat da drin anrichten. So, die gehen jetzt her, die tue ich jetzt backen im Gasgrill, so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann war es das soweit einmal. So. So, unsere Bällchen werden jetzt gerollt und auf den Grill gelegt. Genau, die kann man ganz toll machen, man kann es auch in der Pfanne machen. Also alle Gerichte, die wir hier letztendlich machen, kann man auch ohne weiteres auch ganz normal in der Küche in der Pfanne machen. Backofen. Ich sage, man muss sich einfach nur vorstellen, was für eine Temperatur brauche ich. Das ist das Ganze einfache, ist das beim Grillen. Das, was wir hier letztendlich machen, ist ja nicht so das klassische Grillen, es geht eigentlich schon mehr in die Barbecue-Richtung. Wo ist da der Unterschied, Grillen und Barbecue? Ich dachte eigentlich, das wäre das Barbecue selbe. Ist eigentlich, also das Klassische ist letztendlich low and slow. Low, also niedrige Temperatur, 100, 110 Grad. Man kann auch bis auf 90 Grad runtergehen. Und das Klassische, das was wir kennen, letztendlich, das ist hohe Hitze. Zum Beispiel Steak- und Wurstgrillen. Wobei wir in Deutschland hier schon die Neigung dazu haben, dass wir auch selbst die hohe Hitze übertreiben. Sack Kohlen auf den Grill drauf und dann machen wir ordentlich Feuer drunter. Das Röstaroma. Genau. Mhm. Und das braucht man alles nicht. Ja. Und wenn man hergeht, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht und eine gute Mischung findet, lässt sich sowas auch durchaus machen. Kein Stress, mal ganz was anderes. Und man kann trotzdem das klassische Würstle ohne einen Steak dazu machen. Man muss einfach ein bisschen umdenken. Und apropos umdenken, Heiko, du hast ja gesagt, du bist eigentlich gelernter Metzger, gell? Was sagen denn da deine Metzgerkollegen, wenn du jetzt der deutsche Meister im veganen Grillen bist? Also im privaten Bereich ist es ja wirklich so, dass die das schon witzig finden, dass ich als Metzger diesen Titel jetzt trage. Wenn ich dann zu Hause grille und es liegt dann mal wieder Fleisch drauf, dann sagen sie, ja, der deutsche vegane Grillmeister grillt Fleisch. Das posten wir doch gleich bei Facebook oder bei Insta, dass er auch anders kann. Und das ist natürlich für mich auch immer der Ansporn, beide Seiten. Ja, auch beide Seiten einfach zu sagen, Fleisch ist dann okay,
Und aber auch, es soll für die Vegetarier auch was anderes geben, natürlich, als jetzt fertige Tofu-Würstel oder Grillkäse, genau, oder irgendwas. Es gibt einfach noch viel mehr. Also mit dem kann ich mich jetzt auch nicht identifizieren, mit so Tofu-Würste oder wenn ich etwas Schnitzel nennen muss, nur dass es den Namen hat. Ich finde, man kann kreativ mit Gemüse und mit Obst in der Küche sein. Man kann Tofu dazu nehmen, aber ich kann den Tofu auch Tofu nennen und muss es jetzt nicht irgendwie als Schnitzel verkaufen. Richtig. So, ja, ist jetzt mein Denken, mein Fühlen. Vegetarisch, vegan ist lecker. Und ihr werdet es nachher probieren. Und wir sind wirklich gespannt auf eure Meinung. Axel Schulz, der deutscher Boxmeister war er, der war auch in der Jury und er hat es gefeiert, was wir machen. Okay, da bin ich wirklich gespannt. Jetzt sind dann auch bald die Cannelloni fertig. Ja. So sehen jetzt die fertigen Cannelloni aus. Kann man wunderbar füllen damit. Man muss allerdings sehr vorsichtig mit sein, weil der Frühlingsrollenteig ein sehr dünner Teig ist und extrem brüchig. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, was hier mit den Cannelloni passiert. Ich habe noch nicht wirklich eine Vorstellung. So, jetzt gehen wir her, jetzt gehen wir ans Anrichten. Ja. Haben wir mal einen Löffel. Gehen wir her, da tun wir zuerst. Man kann das jetzt auch ein bisschen schöner machen. Das ist so fancy-mäßig, also da ist in der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Grüner Spargel. Dann machen wir jetzt einen grünen Spargel mit dazu. Wie lange braucht der ungefähr, der grüne Spargel? Ah, das kommt immer auf die Größe drauf an und wie der Geschmack ist. Das darf ruhig bissfest sein. Die dickeren Stangen, die haben mit Sicherheit so 6-8 Minuten. Die dünneren Stangen, die sind 3-4 Minuten fertig. So, jetzt nehmen wir mal von der Cannelloni. Gehen einfach her und tun Salat vom Heiko mit. Den Heiko-Salat da, genau. Kann man einfach hergehen. Wahrscheinlich ein bisschen so reinfüllen. Dann setzen wir den hier. Und wie gesagt, das ist ja jetzt das Gericht, das die deutsche Meisterschaft geholt genau hat. Genau. Ja, das darf man nicht vergessen, aber man sieht letztendlich, dass es nicht, dass man da nicht so einen großen Aufwand treiben muss, um auch eine Meisterschaft zu gewinnen. Ja, es gehört einiges dazu. So ehrlich muss man einfach sein. Es ist nicht so leicht, weil die Konkurrenz auch mittlerweile sehr groß und stark ist. Das sind Erdbeeren, ja, klein geschnitten. Dass wir ein bisschen was Fruchtiges haben. Gerade zum Spargel passt es hervorragend dazu. So, jetzt nehmen wir unsere Bällchen, die tun wir ganz kurz, ein bisschen ganz leicht in Sesam. Und das ist ja jetzt ein thailändisch, asiatisch. Genau, so asiatisch, eigentlich alles asiatisch angehaucht. Es sind sehr viele thailändische Gewürze dabei, aber ja, gerade so Hoisin, das geht dann eher in die chinesische Richtung. Mhm. Es ist einfach so vom Geschmack her, ist das so mit am interessantesten. Die gegrillte Avocado so, jetzt auch machen wir noch dazu. Ein Avocado dazu, wenn sie sich schälen lässt. Dann machen wir ein bisschen Erbsensprossen dazu. Wunderschön. Ich freue mich jetzt, das darf ich es probieren. Ich weiß nicht so richtig genau, wie ich es essen soll. Heiko und Christian, oh, lecker. Ich danke euch vielmals für all diese wundervollen Informationen und Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Ja, der Wind hat es etwas verweht, aber es ist ein wunderbares Essen. Ganz neue Infos zum Grillen. Danke euch zwei. Vor allem ist es schon mal was anderes und man hofft, dass man keine Scheu hat, sowas zu machen. Und ich wünsche euch ganz viel Glück für die Weltmeisterschaft. Genau. Die steht nämlich im Juli für die beiden an. Holt uns den Titel ins Allgäu. Das hoffen wir ja. Das ist unser Anspruch. Das ist unser Anspruch. Ziel. Bis zum nächsten Mal.